Und schon wieder Essensbox. Ja, ich habe gleich zwei bekommen. Einmal war das jetzt meine Juli-Box vor das Video. Und dieses schöne Ding geht um Picknick und Grillen. Was ich wirklich cool finde, zwar ist so das Wetter nicht wirklich, wo man sagt, es ist Picknickzeit, Grillzeit. Auf jeden Fall, ich denke wahrscheinlich viele Produkte kann man auch zu Hause verwenden, wenn das Wetter nicht so toll ist. Ich würde sagen, ich quatsche nicht lange um den heißen Brei. Die ist mich wirklich schwer, bin auch wirklich gespannt, was so die Produkte hier drin sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video und dann würde ich wirklich sagen, wir starten jetzt, weil gibt ja nichts mehr zum Regen, oder? Auf jeden Fall, das Ding ist echt schwer. Und gleich als erstes kommt mir hier das Brand, also das Nudes Magazin entgegen. Domino Brot. Also, auf jeden Fall, hier sind immer echt leckere Sachen drin. Aber auch Deko-Sachen und so. Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal als erstes drin. Und dann kommt mir gleich mal entgegen hier von Golden Toasters die American Mega Burger. Finde ich richtig cool. Kann man wahrscheinlich toasten, ne? Am Ofen. Cool. Kann man echt coole Sachen mitmachen. Dass Fischburger sind, vegetarische Burger. Finde ich cool. Werden wir bestimmt auch Verwendung finden. Coole Idee. Dann kommt mir entgegen. Da weiß ich gar nicht, wem ich das gehe. Eventuell meiner Mama. Die mag aber. Es ist von Lorenz eine Special Edition Erdnuss Flips in Richtung Indian Style würzig curriger Geschmack. Wusste ich gar nicht, dass es auch Erdnussflips in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Auf jeden Fall kriege ich das nur so von Chips, aber wenn das so Erdnussflips auch jetzt mittlerweile in verschiedenen Sorten gibt, finde ich das recht cool. Ich mag jetzt Erdnussflips eigentlich auch gar nicht. Auf jeden Fall meine Mama könnte sowas essen oder vielleicht mein Papa. Sollen wir mal probieren. Vielleicht schmeckt es auch gar nicht, keine Ahnung. Ich werde es vielleicht eventuell auch mal probieren, dass ich weiß, wie die schmecken. Auf jeden Fall ist auch zum Picknicken grillen geeignet. Dann habe ich hier von Deli erste Pressung Rapskernöl nussig naturrein aus erster Kaltpressung. Ideal für Salate und Gemüse. Das ist anscheinend hier ein Öl. Rapskernöl. Na, warum nicht? Schön. Auch eine Originalflasche finde ich richtig schön. Typischen nussigen Aroma hervorragend geeignet zum Verfeinern von Salaten und frischem Gemüse. Okay, finde ich cool. Werden wir auch mal verwenden. Werdet ihr dann vielleicht auch mal irgendwann, wenn wir das aufgebraucht haben, in einem Aufgebraucht-Video dazu sehen. So, dann kenne ich schon das Produkt. Also das hatte ich schon mal, wo das rausgekommen ist. Das ist von Rittersport. Die Knusper-Tortilla-Chips mit Knuspermais. So neu sind die gar nicht mehr. Ich glaube, die gab es letztes Jahr schon. Oder Anfang des Jahres, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die schmecken echt gut. Dieses Tortilla-Chips-Geschmack kommt eigentlich, finde ich, gar nicht raus. Eher halt dieses Knusper da in Schokolade war jetzt nicht eine meiner liebsten Schokoladen, aber Schokolade können wir immer gebrauchen und ja, finde ich nicht schlecht. Kommen wir jetzt mal zu Getränke. Und hier ist von Summer's by Apple Cider. Das ist Apfelcider, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall mit, also es ist Alkohol hier, Cider. Skandinavischer erfrischende Cider aus leckeren Äpfeln, natürlich ganz ohne natürlichen Zusatzstoff mit einem einzigartigen fruchtigen Apfelgeschmack. Auf jeden Fall, das gibt es glaube ich aus Frankreich. Cider, ist das gleiche? Ich habe keine Ahnung. Das schmeckt wirklich also wie Apfelsaftschorle, aber halt so ist mit Alkohol. Aber es ist nicht viel, es sind 4,5 Prozent gerade mal drin, wirklich erfrischend, wenn das wirklich kalt ist. Es gibt es auch ab und zu im Sommer, glaube ich, beim Aldi. Das kaufen wir immer, das schmeckt so klasse. Wirklich schön erfrischend und finde ich cool. Werde ich mal probieren, ob das genauso schmeckt, dann werde ich euch das vielleicht mal auch in einem Aufgebraucht-Video dann vorstellen. Dann kommen wir, und da freue ich mich sehr drauf, es ist von Bärenmarke, der Eiskaffee, eiskalt genießen, mit 100% Arabica-Bohnen. Wusste ich gar nicht, dass Bärenmarke mittlerweile auch solche Eiskaffee-Sachen, also Kaffeesachen herstellt. Finde ich klasse, ein tolles Produkt. Freue ich mich sehr, dass das drin ist. Werde ich jetzt auch kalt stellen und dann einfach, wenn man da früh es eilig hat, kann man das sich reinziehen. Finde ich klasse.
Brand Nudes Box jeden Monat für 9,99 €. Aha. Also wer das von euch haben will und die mal testen will, soll mir ja schreiben, weil hier hinten habe ich einen 30% Rabatt-Gutscheincode drinnen. Dann gebe ich ihm den gerne, dann könnt ihr die halt auch mal ausprobieren. Also ihr müsst da kein Abo abschließen, sondern ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Und auf jeden Fall statt halt 12,99 € müsst ihr nur 9,99 € zahlen. Wie gesagt, sagt mir Bescheid, dann gebe ich euch den gerne für einen von euch und dann könnt ihr das selber mal probieren und könnt mir dann mal sagen, wie ihr das so fandet. Und wir haben immer noch mehr Getränke hier drin. Von Schweppes, Fruity Orange, Herbstsüß. Schweppes trinke ich eigentlich fast gar nicht. Ist jetzt gar nicht so meins, wo ich jetzt auf dem Schirm habe, aber eventuell werde ich das mal probieren. Oder vielleicht, keine Ahnung, Papa, Mama, Schwester, Bekannter, irgendjemand wird das bestimmt trinken. Finde ich nicht schlecht. Ist ja wahrscheinlich irgendwie so eine Fanta-Nachmache, gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall auch eine Full-Size-Größe, finde ich cool. Und immer noch mehr Produkte. Wir haben von Locker. Wird das Locker ausgesprochen? Ich weiß gar nicht. Himbeerjoghurt, Raspberry-Joghurt. Knusprige Waffel mit Himbeerjoghurtcreme. Sind hier. Die gibt es ja auch, glaube ich, mit Nuss und so. Aber das ist die jetzt so mit Himbeer- und Joghurtcreme gibt, finde ich nicht schlecht. Werde ich vielleicht auch mal probieren. Ja, so zum Snacken unterwegs in der Bahn. Warum nicht, ne? Dann haben wir hier von Rotkäppchen ein Qualitätswein. Wusste ich gar nicht, dass Rotkäppchen auch Weine herstellt. Von 2014, lieblich, ja, bei gebratenes und milden Käse. Auf jeden Fall, das ist halt so eine kleine Probiergröße. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, mal zum Probieren. Aber wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass Rotkäppchen sowas macht. Also, da sind ein paar Produkte dabei, wo ich nie gedacht habe, wie jetzt hier das Bärenmarke, dass die sowas herstellen. Aber man lässt sich ja immer eines Besseren belehren, ne? Auf jeden Fall. Hätte auch wirklich eine große Flasche sein können. Nein, ich bin nicht hier versoffen, aber ich finde halt solche Sachen in Full-Size-Größe einfach mal besser, wenn man dann einfach ein bisschen mehr hat. Und hier hat man vielleicht zwei Gläser. Auf jeden Fall habe ich in der Juli-Box verdammt viel zum Trinken. Da, weil die Sachen stehen da unten. Da habe ich vier Sachen zum Trinken. Hier habe ich jetzt schon 1, 2, 3, 4 Sachen zum Trinken. Und hört gar nicht auf hier. Dann haben wir hier von Schamel. Meerrettich Senf süß. Familientradition mit Krähenraspeln. Also Meerrettich ist nicht mein Ding. Senf ist auch nicht mein Ding. Süßer Senf, ja. Muss ich mal probieren, wie das schmeckt. Ich glaube, meine Mama mag sowas. Ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber jetzt haben wir hier noch was zum Saufen. Ist von auch von Rotkäppchen Sekt. Also von Rotkäppchen, das ist jetzt ein Weißwein. Also wir haben einmal Rotwein und einmal Weißwein. Ja. Kann man probieren, werde ich mal austesten und schauen, wie mir das Ganze so schmeckt. Und was mir jetzt hier so fehlt, ist eine Karte, was überhaupt hier alles drin ist. Also, das haben wir irgendwie vergessen. Gibt's nicht. Schade. Haben sie es irgendwie vergessen. Ich schau mal, ob ich im Internet irgendwie die Preise finde. Oder ob das irgendwie bei diesen Special-Boxen nicht irgendwie mit reingetragen wird. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen finde ich so, naja, also wenn das so dieses Picknick-Grillen ist, ja. Für mich wäre das eher so eine Summer-Edition gewesen, also für Picknickgrillen. Ja. Also ich finde sie nicht schlecht. Das sind wirklich tolle Produkte dabei, die ich auch mal testen werde. Gibt es ja auch nicht immer. Ich finde sie trotzdem toll. Ich glaube, ich habe dafür jetzt nur 9,99 € gezahlt, weil ich bin ja schon sozusagen Kunde bei denen und dann musste ich weniger zahlen. Auf jeden Fall, wenn, wie gesagt, einer von euch einfach mal diese Brand Nudes Box testen will, dann soll mir einfach entweder in den Kommentaren schreiben oder privat. Dann schicke ich euch, weil hier mein Finger abgedeckt ist, sozusagen ein Gutscheincode, aber halt nur für einen. Und wie gesagt, ich brauche ihn halt nicht mehr, weil ich schon Kunde bei denen bin. Wäre aber zu schade, den wegzuschmeißen, deswegen würde ich dann den einen gern von euch dann zuschicken bzw. geben. Und
Genau. Auf jeden Fall, ich räume jetzt erstmal hier meine ganzen Lebensmittel auf, weil ich sieht's aus. Dann drehe ich noch ein paar andere Videos ab. Auf jeden Fall, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet bei einem neuen Video hier ein auf meinem Kanal und schaut vielleicht auch die andere Brand Nudes Box vom Juli an, wenn ihr die jetzt noch nicht angeschaut habt. Genau, ich quasi nicht viel. Abonnieren, kommentieren, liken, was auch immer ihr wollt, würde mich freuen. Und wie gesagt, dann bis zu einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.